Jetzt habe ich die große Freude, euch Katzenparadoxon und Prätorianer vorzustellen. Die beiden sind organisiert in Dezentrale e.V. und werden euch jetzt etwas dazu erzählen, was ihr mit eurer ganzen angesammelten Hardware, die wahrscheinlich jetzt gerade hinter euch im Regal liegt, so anfangen könnt, außer sie irgendwann notgedrungen wegzuwerfen und auszurangieren. Hier ist für euch Hardware for Future mit ausrangierter Hardware helfen. Hallo, mein Name ist Jan Fuchs. Und mein Name ist Alexander Böhm. Und wir möchten euch heute berichten, wie wir mit ausrangierter Hardware Menschen helfen möchten, digital an der Gesellschaft teilzuhaben. Am Anfang stand eine ganz einfache Idee. Es gibt viele alte, ungenutzte Rechner, die in Kellern einstauben. Und Unternehmen, die sogar Geld dafür ausgeben, dass ihre alten Geräte entsorgt werden. Auf der anderen Seite, für viele von uns vielleicht unvorstellbar, nicht jeder hat einen Computer zu Hause und daher herrscht eine digitale Ungerechtigkeit. Die anfallenden Altgeräte sind eine große Belastung für die Umwelt. Für das Jahr 2017 weist beispielsweise das Statistische Bundesamt 10,1 Kilogramm Elektroschrott pro Person aus, was 837 Tonnen im Jahr alleine an deutschem Schrott entspricht. Die sachgemäße Entsorgung findet nach wie vor nur unzureichend statt. Viele wertvolle Materialien werden nicht recycelt. Oft wurde in der Vergangenheit Elektroschrott exportiert. Unsere alten Geräte landen dann mitunter in der sogenannten Toxic City in Ghana. Alles begann auf dem 36C3, der ja unter dem Thema Resource Extortion stand. Die Stadt Leipzig, und damit meine ich das Glück, dass wir sogar eine eigene Behörde da haben, also das Referat Digitale Stadt der Stadt Leipzig, war auf der Suche nach einem Projektpartner, um digitale Teilhabe zu ermöglichen. Das Ganze stand unter dem im Jahr 2019 ausgerufenen Klimanotstand. Was gibt es da Besseres als einen Hackspace? Hier kommt nun der Verein Dezentrale aus Leipzig ins Spiel. Wir hatten bereits diverse kleinere Projekte in Zusammenarbeit mit dem Referat Digitale Stadt unternommen, aber bieten auch einen Chaos-Treff, Lötworkshops und Veranstaltungen zum Junghackertagen an. Eine recht bekannte Bitcoin-Runde findet regelmäßig statt. Besonders die Technik-Sprechstunde hatte aber in letzter Zeit immer mehr Zulauf erhalten. Ende Februar kamen dann die ersten Infos und es fanden sich interessierte Vereinsmitglieder zusammen. Anfang April stand dann auch die grobe Planung und der Name Hardware for Future war geboren. Unsere Ziele waren klar gesetzt. Es gibt zu viele einkommensschwache Haushalte in Leipzig, die ohne eigenen Rechner oder der finanziellen Möglichkeit, sich einen anzulegen, sind. Schwierige Voraussetzungen für Heimunterricht im gerade beginnenden Lockdown. Viele fallen einfach durch das soziale Netz und es gibt noch keine eindeutige Gesetzeslage. Aber hey, wir mussten also handeln und es startete im Vorfeld die Umgestaltung des Hackspace. Ein Lagerplatz musste her. Wir hatten da so einen kleinen Raum, den könnte man doch einfach umgestalten. Der beinhaltet dann den Arbeitsbereich, die Ausgabemöglichkeit und das Lager. Aber hey, ist ja einfach ein bisschen aufräumen, ein paar LEDs und alles ist gut, oder? Naja, okay. Zusätzlich brauchten wir natürlich auch eine Webpräsenz, eine E-Mail-Adresse und leider so einiges an Bürokratie. Die ersten Spenden kamen dann im Mai bei uns von dem IT-Partner der Stadt Leipzig an. Dann erfolgte eine Veröffentlichung durch die Stadt und wir wussten, okay, jetzt muss es losgehen, aber da fehlt halt noch was. Okay, erstmal kurz durchatmen. Was können wir da machen? Wir nutzen einfach Open Source und Programme, die wir sowieso kennen. Hilfe, der Mail-Ansturm, wie kann man denn damit umgehen? Wie wäre es vielleicht mit einem Ticketsystem? Das kennen wir ja aus der Arbeitswelt. Dafür haben wir dann schnell OS-Ticket installiert. Bei jeder neuen E-Mail wird dort ein Ticket aufgemacht und wir können Standardantworten auf Template-Basis definieren. Damit haben wir dann erst einmal die Möglichkeit, die Anfragen zu sortieren. Handelt es sich beispielsweise um eine Spende oder um die Anmeldung eines Bedarfs?
und können dann auch dort teilweise vorgefertigte Antworten sofort geben, ohne weiteren Aufwand zu haben. Ganz unfreiwillig haben wir damit unser Hauptorgan zur Abstimmung mit Bedürftigen und Spendern geboren, was wir jetzt nach und nach weiter für unsere Zwecke optimieren. Dann natürlich Nextcloud. Wir mussten Dateien ablegen, ob es nun um Flyer, Installer oder Inventarlisten sich handelte. Damit wir auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten konnten, nutzen wir zusätzlich OnlyOffice. Und da Nextcloud unglaublich viele Funktionen über weitere Plugins unterstützt, konnten wir dort natürlich dann auch Element einbinden. Element zur Nutzung von Matrix als Chat-Lösung wollten wir sowieso haben zur Organisation. Innerhalb von mehreren Channels haben wir dort verschiedene Themen, sei es nun das Deployment, das Inventar oder auch dient es uns als Anlaufstelle für Fragen und für Neugierige, die zu uns stoßen möchten. Mit Corona sind natürlich die Schulen in einen ganz besonderen Fokus geraten. Und mit einer kleinen internen Veröffentlichung kamen auch von dort sehr viele Anfragen bei uns an. Wir hatten von Anfang an die Ziele für die Aufbereitung klar definiert. Wir wollten mit einer technischen Unterstützung die Verfahren und Handgriffe vereinfachen, dabei aber auch für technisch komplett unerfahrene Nutzer handbar machen und so gut wie möglich den Überblick behalten. Vorteil: Wir setzten von Anfang an vor allem auf Firmenspenden. Größere Mengen, meist derselben Geräte oder ähnliche Ausstattung. Nachteil, dass sie dies auch gerne während der Arbeitszeit bei uns abgeben wollten. Aber okay, wir brauchen eine zweite Installationsstation in unserem Kämmerchen. Aber wenn du halt Anrufe bekommst, dass man mal eine Palette mit Laptops einpulen kann, oder wir kommen dann morgen und bringen 50 Komplett-PCs, und wir dachten, dass dieser kleine Raum da oben reicht, aber der reicht halt nicht für Desktops mit Bildschirm und allen Kabeln, sondern vielleicht für ein paar Laptops. Aber man will halt auch nichts ablehnen. Okay, eine dritte Installationsstation. Und wenn wir eigentlich gerade dabei sind, dann können wir eigentlich auch den kompletten Rest des Hackspace auch noch mit uns einverleiben. Und genau das ist dann passiert. Jeder Raum, jeder Fleck war Lager für die gewaltigen Mengen, die wir zwischenlagern mussten. Anschaffung und der Müll, der entsorgt werden sollte, stapelten sich bis unter die Decke. Eins ist sicher, hätten wir wegen Corona nicht alle anderen Veranstaltungen im Space pausieren lassen, hätten wir noch viel mehr Probleme bekommen. Private Spenden haben wir auch angenommen. Meist sind das allerdings sehr alte Geräte und natürlich sehr unterschiedlich. Dafür war die Sammlung aber auch nach der Arbeitszeit möglich. Einige kamen mit sehr interessanten Zubehör. Mäuse mit Bällen, Diskettenlaufwerke, alte SATA-Festplatten sind nur eine der wenigen Sachen, die wir so als Kuriosität mitnehmen. Eines unserer Probleme am Anfang ist für die meisten vermutlich unvorstellbar. Wir hatten keine Kaltgerätestecker mehr. Jeder ausgegebene Desktop braucht mindestens zwei. Einmal für den Bildschirm, einmal für den Rest. Allerdings einige Spenden kamen ohne. Moment mal, was? Die hat doch jeder kistenweise zu Hause oder auf Arbeit. Ja, aber wir hatten wirklich nichts mehr und sind dann tatsächlich in den lokalen Konrad gegangen und haben welche gekauft, damit wir unsere Ausgabe nicht pausieren mussten. Das passiert uns jetzt zum Glück nicht mehr. Wir haben mittlerweile unseren Lagerbestand in Anzahl an Eurokisten. An Anfang haben wir natürlich auf USB-Sticks erstmal gesetzt. ISO-Image draufziehen, Installation starten und fertig war's. Wir haben uns dabei für Ubuntu 20.04 in den LTS entschieden, weil wir den Einsteigern es auch ermöglichen wollten, im Netz relativ einfach Anleitungen und Lösungen für ihre eventuell auftretenden Probleme zu finden. Okay, USB-Stick an den Rechner gesteckt, gebootet und nach ein paar Tastendrücken und 10 Minuten war dann letztendlich ein fertiger Linux-Rechner, den wir ausgeben konnten.
Wir hatten natürlich so ein paar Startprobleme. Wir halten so gut wie keine Nachfragen zum Betriebssystem. Das funktioniert einwandfrei. Was kommt, sind hausgemachte Probleme am Anfang, als wir im ISO die falsche Tastaturlayout oder Spracheinstellungen vordefiniert haben. Aber das konnten wir relativ einfach beheben. Auch die Frage nach dem Startpasswort ist sehr, sehr beliebt, die wir dann immer damit beantworten können. Schau doch bitte mal auf den Sticker, der auf dem Rechner draufklebt. Da steht es nämlich drauf. Aber auch kuriose Anfragen. Wie installiere ich das Programm Bluetooth? Ich habe schon alles Mögliche heruntergeladen. Und natürlich die gängige Frage, ob denn bei dem Gerät schon Internet eingebaut ist. Naja, und dann ist da noch der, der nicht genannt werden sollte. Ich habe das hier mal lieber unkenntlich gemacht. Windows 10, falls Lizenzen vorhanden, erhalten von uns Updates. Mit Ninite zur Installation der restlichen Programme hatten wir schnell einen einfachen Weg gefunden, Firefox, LibreOffice und Co. nachzuinstallieren. Natürlich nicht ohne die Deaktivierung von datenschutzrechtlichen Problemen innerhalb des Systems über ein PowerShell-Skript. Fazit: Es dauert trotzdem unglaublich lange. Nach 45 Minuten mit sehr viel Klickarbeit hatten wir endlich einen fertigen Windows-Rechner. Schon unsere zweite Version des USB-Sticks basierte auf Firewall. Damit waren wir eigentlich auch recht zufrieden, bis auf die kleinen Problemchen. Firewall, wie schon der Name sagt, führt eine automatische Installation durch. Es wurde ursprünglich von Thomas Lange entwickelt und war bereits mehrere Male beispielsweise Thema auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Man kann es relativ einfach für sich anpassen, was auch unserem Projekt entgegenkam. Damit haben wir zurzeit die größte Schwierigkeit im Grunde genommen nur noch damit, den Rechner über das Netzwerk zu booten. So, wir lassen im Hintergrund jetzt einfach mal den Installationsprozess von Fahi in einer virtuellen Maschine durchlaufen. Zunächst wird ein Mini-Live-System über PXE gebootet und landet direkt im RAM vom Rechner. Dann kann man ein Profil auswählen und man muss noch einmal bestätigen, dass die Daten auf der Festplatte wirklich überschrieben werden. Ein Profil, kurz erklärt, beschreibt, wie der Rechner partitioniert werden soll, welche Distribution verwendet werden soll und welche Pakete zusätzlich draufkommen sollen. Beim Profil setzte dann auch unsere erste Lösung für die Sprache an. Fahi unterstützt die Hinterlegung einer DEPConf-Konfiguration, die Standardwerte für die Pakete widerspiegelt. Und damit haben wir dann auch Deutsch als Systemsprache und Tastaturlayout festgelegt. Das Profil nutzt dann Ubuntu und installiert Firefox, LibreOffice und noch sonstige geläufige Programme, die wir definieren. Dank der Profile können wir dort auch relativ einfach weitere Programme hinzunehmen oder rauswerfen. Und da wir PXE verwenden, ersparen wir uns auch das Kopieren auf USB-Sticks und reduzieren damit auch zusätzliche Fehlerquellen. Außerdem haben wir damit immer auch ein aktuelles Ubuntu, ohne im Nachhinein noch Updates einspielen zu müssen. Bei der Installation werden knapp 1,5 GB von den Ubuntu-Servern heruntergeladen. Da wir aber meist mehrere Rechner gleichzeitig installieren, haben wir dann auch ein Cache dafür eingeführt in Form von AppCacherNG. AppCacherNG haben wir dabei als HTTP-Proxy für apt laufen und konfiguriert. Somit können wir immer neue Pakete, die heruntergeladen werden müssen, zwischenspeichern und für jede Installation direkt aus dem LAN herunterladen. Das hat einen netten Nebeneffekt, dass wir AppCacherNG auch im Offline-Modus schalten können und damit auch Offline-Installationen durchführen können. Wir hatten hierfür in der Vergangenheit schon einmal den Fall, dass in Jans Firma Rechner gespendet wurden und diese gleich vor Ort mit seinen Kollegen aufbereitet werden sollten. Aber natürlich ohne das Gast-WLAN sonderlich zu überfordern. Mit Fahi kann man das auch mit relativ wenig Ressourcen gut umsetzen, sodass wir keine größeren Verzögerungen haben, wenn wir 5-6 Riven-Rechner gleichzeitig installieren lassen. Da der Rechner selbst die meiste Arbeit macht durch das Installieren der Pakete,
Damit haben wir den Installationsprozess zurzeit ganz gut unter Kontrolle. Es fehlte aber in Anführungszeichen nur noch Windows. Dazu bereiten wir zunächst ein sogenanntes SysPrep-Image auf einer kleinen Festplatte vor. Das ist zunächst eine normale Windows-Installation, was dann aber mit zusätzlichen Programmen und Treibern und etc., was halt noch dazugehört, angereichert wird. Danach wird das Windows normal heruntergefahren und kann auf weitere Rechner einfach kopiert werden. Für das Kopieren der Images nutzen wir dann Clonezilla. Dazu wurde dann ein weiterer Menüpunkt im PXE-Menü von Fire hinzugefügt, womit dann Clonezilla gestartet wird. Die Images liegen dann auf einem Samba-Server. Das Kopieren der Images ist in dem Fall dann auch unser begrenzender Faktor bei der Installation. Ein Rechner alleine braucht ungefähr 5 Minuten zum Kopieren auf den Rechner. Wenn viele Rechner dann aber gleichzeitig kopieren, ist schnell eine Gigabit-Leitung damit dicht. Nachdem das Image kopiert wurde, starten wir den Rechner dann durch. Erweitern die Windows-Partition auf die volle Größe, schauen, dass dann auch das System aktiviert wurde. Wir haben ja Lizenzen zu beachten und lassen Windows-Updates durchlaufen. Updates sind dabei der zentrale Nachteil bei der Methode, weil wir regelmäßig das Image eigentlich updaten müssen, um nicht allzu viele Updates im Nachhinein installieren zu müssen, die wir auch schlecht cachen können. Einen extra Vesus-Server wollten wir uns dazu nicht extra aufbinden, was dann auch weitere Probleme mit sich bringen würde. Da wir auch immer wechselnde Rechner haben, eignet sich das in der Regel auch nur für größere Hardware-Spenden von Firmen, die immer gleiche Geräte bereitstellen. Wie kommen die neuen Besitzer jetzt an ihre Rechner? Wir erhalten am Anfang eine E-Mail, wo die bedürftige Person oder ein Vertreter sich an uns wendet. Es erfolgt dann eine Vorsortierung und es werden gegebenenfalls Rückfragen gestellt, bis alle Fragen geklärt sind und wir wissen, dass wir eine bedürftige Person dort haben. Ist alles vorhanden, kommt er auf die Warteliste. Danach erfolgt eine Einladung und falls eine Kooperation mit einer Schule existiert, wird dort die Ausgabe durchgeführt. So ein paar Zahlen. Bisher haben wir schon ungefähr 700 Rechner von verschiedenen Spendern verarbeitet. Also kontrolliert, installiert, gereinigt und wenn möglich wieder ausgegeben. Allerdings war das auch ganz schön viel Arbeit. Wenn man grob schätzt, und ich lasse da mal unseren Anspruch, defekte Geräte zu reparieren, bewusst weg, ist die Zeit pro Rechner mit Tickets beantworten, der Annahme der Gerätespende, das Aufnehmen ins Inventarsystem, Testen, die Aufarbeitung, Reinigen, Installieren, Zwischenlagern, die Vergabe und Ausgabe und der ganze bürokratische Aufwand, der dabei noch entsteht, ca. 1 Stunde pro Gerät. Also 700 Stunden. Das in den letzten 10 Monaten sind fast 20 Stunden pro Woche, die wir alles über ehrenamtliche Helfer, die in ihrer Freizeit zwischen Arbeit und Familie diese Zeit investieren. Was haben wir aus den letzten Monaten gelernt? Der aktuelle Bedarf, den wir zurzeit feststellen, ist riesig. Wir sind zurzeit in der Lage, grob die Anfragen aus den letzten 4 Monaten abzuarbeiten. Wir suchen daher auch immer Möglichkeiten, im Rahmen des Projekts uns Arbeit abnehmen zu lassen, sei es bei der Ausgabe oder der Anmeldung bei Bedarfen. Uns erreichen auch immer wieder Anfragen außerhalb von Leipzig. Daher freut es uns, dass auch andere Projekte, die einen ähnlichen Fokus haben, in anderen Städten starten. Beispielsweise die Computertruhe in Chemnitz oder Hey Alter in Halle. Mit einem guten optimierten System haben wir keine Probleme bei der Installation. 70 Rechner an einem Abend sind möglich mit 3 Personen. Der begrenzende Faktor ist dort mehr die Arbeitsfläche, um uns nicht gegenseitig auf die Füße zu treten. Auch die Arbeit in Betrieben und die Möglichkeit für interessierte Mitarbeiter, ein Event abzuhalten, in dem gemeinsam alte Rechner aufgearbeitet werden, kann ein sehr schöner Punkt sein, um Firmen zu motivieren, an diesem Projekt teilzunehmen. Wir sollten uns aber auch von vielen Erwartungen verabschieden. Auch da hat uns die Realität öfters eines Besseren belehrt. Auch heute hat nicht jeder Mensch ein stationäres Internet.
Bei den Ausgaben von Desktop-Rechnern fragen wir meist danach, ob der Rechner nah an DSL-Router steht und ein LAN-Kabel benötigt wird oder ob ein WLAN-Adapter dazu gegeben werden muss. Ein Junge beispielsweise winkte als Antwort auf die Frage damit nur mit seinem Handy, weil er damit eigentlich nur im Internet ist. Auch so etwas wie E-Mails können viele nicht. Uns wurde beispielsweise zurückgemeldet, dass dies ein riesengroßes Problem darstellt, weil manche einfach nicht mitbekommen, dass sie überhaupt eine Nachricht abgesendet haben, weil beispielsweise die zwei grünen Häkchen fehlen. Und auch die Funktion eines Betreffs ist nicht unbedingt jedem Mensch geläufig. Entweder steht die komplette Nachricht im Betreff oder wir erhalten nur einen kurzen Satz in der Mail selbst ohne Betreff. Das führt dann auch zu solchen Situationen, wo wir E-Mails erhalten mit Spende im Betreff, die wir dann auch erstmal einzeln bewerten müssen, ob es sich um eine Spende für uns oder eine Spende von uns handelt. Ganz wichtig ist auch bei der Umsetzung des Projekts, ohne Open Source hätten wir hier nichts umsetzen können. Wenn wir uns mit der Beschaffung von Lizenzen beschäftigen müssen, wären wir nie so weit gekommen. Auch das begrenzte Mittel, die uns zur Verfügung stehen, stecken wir lieber in fehlende WLAN-Adapter. Und natürlich noch wichtiger sind ehrenamtliche Helfer, die so ein Projekt ausmachen. In all ihren Facetten, das heißt Rechner schleppen, installieren, Elektroschrott entsorgen, Pressearbeit, Tickets beantworten und da ist am Ende die technische Umsetzung von den Systemen nur ein verschwindend kleiner Teil, um für das Projekt in Gänze einen Erfolg darzustellen. So, was bringt natürlich jetzt die Zukunft? Blühende Landschaften natürlich aus unserer Sicht, aber was wollen wir mit Hardware for Future in nächster Zeit wirklich konkret umsetzen? Wir haben da sehr viele Ideen. Wir wollen Workshops anbieten, wie man besser mit Computer umgeht. Was wäre besser, diesen noch unerfahrenen Nutzern gleich Krypto-Partys anzubieten? Einen besseren Draht natürlich zu unseren Abnehmern. Wir denken an die Möglichkeit, den Nutzern einen Chatkanal auf dem Gerät bereitzustellen, in dem die dort entstehende Community sich am Ende am besten selber helfen kann. Und natürlich mehr an die Schulen gehen, um auch für mehr digitale Teilhabe zu sorgen und diese auch aktiv zu befördern. Aber als nächstes erstmal etwas ganz Einfaches und Organisatorisches. Beispielsweise wollen wir unser Inventarsystem ablösen, damit wir das Ganze wesentlich besser abbilden können. Das heißt, dass wir jetzt auch sagen können, wie viele Rechner wir überhaupt schon installiert haben und diese bereits automatisch im System auftauchen. Bereits während der Installation des Rechners und wir entsprechend nicht mehr über Tabellen diese Rechner einzeln pflegen müssen. Und natürlich, was uns auch sehr interessiert, einen sicheren Löschvorgang von Festplatten in einem automatisierten Verfahren anzubieten, was für uns einen sehr großen Zugewinn darstellen würde, gerade um Ängste von Privatspendern zu nehmen. Für SSDs haben wir dafür schon ein Skript, was allerdings noch nicht in Fari eingebunden ist. Für Festplatten ist fraglich, ob das womöglich umsetzbar ist, weil das Löschen bzw. Überschreiben der Festplatten ein sehr zeitintensiver Vorgang ist. Vielleicht bauen wir auch Fari in Zukunft dazu aus, das Aufspielen der Windows-Images auch gleich noch zu erledigen. Und dann natürlich haben wir ja noch das Problem, dass nicht jeder Internet hat. Aus den Reihen von Hardware for Future kam dann natürlich dann auch das Bestreben, Freifunk wieder stärker voranzutreiben. Leipzig hatte in den 2000ern eine sehr starke Freifunk-Community, daher warum nicht dort ansetzen und mehr freie Internetzugänge für alle ermöglichen. Damit
könnten wir hier euch mal kurz unser Hardware for Future Projekt vorgestellt, und wir bedanken uns für das Zuhören und freuen uns natürlich auch immer über Hardware-Spenden, gerade von Firmen. Dankeschön. Danke. So, ja, Katzenparadoxon und Prätorianer, ganz herzlichen Dank für euren Vortrag und für eure Geschichten aus dem Schützengraben der Ermöglichung des Zugangs zu Technologie. Wir haben jetzt noch einige Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Hier auch nochmal der Aufruf an den Stream: Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte ins Pad, dann können wir sie hier gleich besprechen. Und ja, dann würde ich direkt mal einsteigen mit der ersten Frage aus dem Pad. Wie verhindert man, dass man mit so einem Projekt in die freiwillige Selbstausbeutung abdriftet? Freiwillige Selbstausbeutung ist natürlich ein hartes Wort. Also uns ist einfach sehr bewusst gewesen, als wir das letztes Jahr gestartet haben, dass es ein ganz wichtiges Thema ist für den Naturschutz und Umweltschutz, dass wir diese Geräte weiterverwenden und halt nicht einfach entsorgen. Aber dann kam zusätzlich halt natürlich noch das allbestimmende Thema Corona. Und das hat einfach die digitale Ungerechtigkeit noch viel mehr aufgezeigt, die es zu bekämpfen geht. Und ja, wahrscheinlich haben wenige Leute zu viel Zeit am Anfang da reingesteckt, als dass es, sage ich mal, gesund und vernünftig gewesen wäre. Aber es war einfach ein so wichtiges Thema. Und dadurch, dass wir das gemacht haben, sind aber auch immer mehr Leute dazugekommen und haben sich motiviert, dabei zu helfen, sodass am Ende sich die Arbeit immer mehr auf mehr Schultern verteilen konnte. Und mittlerweile gibt es halt auch neue Ansätze, dass das halt nicht mehr alles nur auf Ehrenamtlichen ruht, sondern halt auch durch staatliche Hand mit unterstützt wird. Okay, jetzt rattern hier die Fragen rein. Genauso wollen wir das sehen. Nächste Frage. Bezüglich an die Schulen gehen, in Anführungszeichen. Dazu gibt es ja auch das Chaos macht Schule-Team in Deutschland und Österreich. Oder? Fragezeichen. Und was ist der Unterschied zu eurer Bemühung? Also, ja, Chaos macht Schule-Team gibt es grundsätzlich schon. Wir sind halt sehr lokal in Leipzig tätig und dadurch machen wir halt auch das Chaos-Smart-Schule-Team. Wir sind an die Schulen gegangen von Anfang an und haben halt versucht, mit denen Kommunikation aufzubauen. Das an die Schulen gehen ist jetzt gerade nur noch mal so ein bisschen wichtiger geworden, weil es halt einfach Corona-Bestimmungen gab, die es uns schwieriger gemacht haben, eine persönliche Ausgabe durchzuführen, wo Leute in Warteschlangen stehen und wir mit mehreren Personen diese Ausgabe realisieren müssen. Deswegen ist das an die Schulen gehen jetzt für uns so ein bisschen die Kampfansage zu sagen, okay, wir wollen das jetzt noch ein bisschen mehr auch nach außen tragen und die Schulen oder Teile der Schulsozialarbeiter, Schulleiter mit motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten, sodass wir eine dezentrale Ausgabe realisieren können, wo das besser funktioniert mit den Corona-Bestimmungen. Ja, und das ist halt immer wirklich, muss man auch sagen, von Schule zu Schule abhängig, von Person zu Person, je nachdem, ob sich ein Lehrer findet oder eine Lehrerin, die sowas vorantreiben möchte, oder ein Schulleiter entsprechend aus der Schulleitung Person. Da hilft es letztendlich nur ganz viel zu kommunizieren mit den Schulen und da auch natürlich immer die persönlichen Kontakte aufzubauen. So, und da kann man nicht generell sagen, dass man quasi einfach an alle Schulen geht, sondern muss halt an jede Schule einzeln dort gehen, um das zu ermöglichen. Was uns natürlich am Ende auch sehr hilft, weil so können wir auch viele Rechner auf einmal unter die Schüler bringen.
Jetzt kommen wir ein paar technische Fragen. Bekommt ihr die meisten Computer mit Festplatte, SSD oder eher die meisten ohne? Falls ohne, wie kommt ihr an den geeigneten Ersatz? SSD was, würde ich erstmal sagen. Also die meisten Geräte von Firmen sind schon relativ aktuell, also 4, 3, 4, 5 Jahre. Beispielsweise ist höchst unterschiedlich, sind nach wie vor viele Rechner mit Rotationsplatten. Wir hatten allerdings auch schon Rechner mit SSDs drin. Gerade aus den Privatspenden heraus fast ausschließlich Rotationsplatten. SSDs helfen uns natürlich oder auch den Firmen, weil es einfach schöne Möglichkeiten gibt, die mittlerweile sehr sicher zu löschen, ohne dass viel Aufwand betrieben werden muss. Also es muss nicht wie bei einer drehenden Festplatte da mehrfach irgendwie Daten drüber geschrieben werden, sondern SSDs kann man sich den Krypto-Algorithmus ein bisschen zunutze machen und dort neue Krypto setzen, sodass die Daten, die mal vorher drauf waren, nicht mehr auszulesen sind. Teilweise kriegen wir auch noch Geräte ohne Festplatten. Dort kaufen wir dann auf dem Großmarkt günstig SSDs, meistens so um die 120, 128 Gigabyte Größe. Die sind mittlerweile so sehr im Preis runtergegangen, dass sich das für uns lohnt, die dann nachzukaufen. Mhm. Das Ganze finanzieren wir dann durch eine Kostenaufwandspauschale, die wir nehmen, beziehungsweise durch finanzielle Unterstützung der Stadt, die wir erhalten für die Projektförderung oder halt durch andere Spenden. Sodass wir halt dann sagen können, uns ist lieber den Laptop zu retten, der halt keine Festplatte eingebaut hat und wir kaufen SSD günstig nach, als diesen dann sozusagen nicht zur Verfügung zu haben. So, jetzt was aus der Praxis. Wie kann man euch Dinge schicken, wenn man außerhalb Leipzigs, Deutschlands wohnt? Am besten einfach selbst so ein Projekt aufbauen. Wir wollen die Geräte eigentlich gar nicht geschickt haben. Ja. Das haben wir an vielen Stellen auch wieder erfahren. Ja, es gibt aus vielen Städten das Bedürfnis, uns zu unterstützen. Aber eigentlich wäre es richtig geil, wenn die Leute vor Ort in ihren sich umgucken, was haben sie für Makerspaces, Hackspaces, Firmen, die vielleicht schon in diese Richtung arbeiten und vielleicht dort eher ein Projekt starten. Alternativ kann man uns natürlich auch am besten, wenn man gerade mal in der Region ist, mit uns einen Termin machen. Ja, im Rahmen von Corona ist das gerade ein bisschen schwierig, mit einfach so vorbeikommen und dann letztendlich bei uns direkt die Hardware abgeben. Wir selber arbeiten sehr regional, also wir sind eigentlich wirklich auf dem Bereich Leipzig und Umgebung beruht. Es gibt aber zwei andere große Organisationen, die das ein bisschen größer angehen in Deutschland. Das ist einmal das Herr Alter-Projekt und die Computertruhe. Und auf beiden Internetseiten findet man schöne Übersichtskarten, wo man überall Geräte mittlerweile spenden kann, ohne dass da jetzt irgendwie, also dass die Ressourcen einfach schon gespendet werden können, ohne dass die bis zu uns geschickt werden müssen. Genau. Hey, Alter macht ja im Rahmen der DIVOC auch nochmal einen Vortrag. Ah, sehr gut. Ja, das bringt, ich fasse jetzt mal zwei Fragen zusammen, die sich auch ein bisschen mit auf diese, wie bildet Banden, wie kann man sich organisieren, ausrichtet. Und zwar, also die Frage ist, denkt ihr über Kooperation mit ähnlichen Projekten nach? Hier wird Hey, Alter auch erwähnt. Wie könnten Kooperationen aussehen? Und da schließe ich direkt die Frage an, wir denken selbst über ein ähnliches Projekt in der Region nach, könnt ihr uns beim Aufbau behilflich sein? Oder seid ihr beim Aufbau ähnlicher Projekte behilflich? Oder wie kann man sich da Hilfe besorgen? Wir sind gerne behilflich bei technischen Unterstützung, Fragen, sei es der Installationsprozess, sei es darum, irgendwie, welche Fehler wir am Anfang gemacht haben und wie man das vielleicht ein bisschen besser machen kann. Die Computertruhe und auch Hey Alter bieten so eine Art White-Label-Lösung an, sodass man einfach sagen kann, ich will das selber machen, gib mir mal ein bisschen Informationen und Unterlagen. Da kann man sich dann sehr gut an die wenden. Sowas haben wir jetzt noch nicht und haben eigentlich auch nicht vor, sowas zu
haben, weil es sowas halt auch schon gibt. Zusammenarbeit mit denen ist aktuell so, dass wenn halt Leute uns Spenden anbieten, die bei uns halt nicht ressourcenschonend in der Nähe sind, verweisen wir auf ähnliche Projekte halt von der EITA oder der Computertruhe in Deutschland. Und es gab beim CLT eine Überlegung zusammen mit der Computertruhe, dass es doch mal schön wäre, dass diese 2, 3, 4 unterschiedlichen oder halt auch mehr unterschiedlichen Vereine oder Organisationen, die das jetzt machen, sich mal zusammensetzen an irgendwie so einen Computerhilfe-runden Tisch in Deutschland, sodass wir einfach mal darüber reden können, wie wir vielleicht noch mehr unsere Ressourcen bündeln können und Informationen austauschen. Wir sind bei uns lokal sehr vernetzt, also sei es jetzt mit der Computertruhe in Chemnitz oder dem Hey Alter-Projekt in Halle, was bei uns halt alles in der Nähe liegt, sodass wir da auch von Anfang an technische Unterstützung und Fragen beantwortet haben. Und wenn ihr welche habt, kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, dann machen wir mal einen Termin aus und wir berichten von unserem Leid, wie wir am Anfang gekämpft haben. Ja, also wir helfen da auch gern beim Debuggen von den Ansible-Playbooks, wenn die nicht richtig funktionieren sollten. Aber bisher haben wir das zumindest einigermaßen zum Laufen gebracht, bei denen, die danach gefragt haben. Da kann ich direkt die letzte Frage hier, also nicht die letzte, sondern die, die zuletzt hier reinkam, anschließen. Wie erreicht man euch für einen solchen Austausch am besten? Du hast eben schon E-Mail gesagt. Am besten eigentlich über den Matrix-Server von der Dezentrale. Da haben wir Hardware for Future-Kanal. Natürlich kann man uns auch E-Mails schreiben, das landet dann aber bei uns erstmal in den normalen quasi Ticket-System. Da kann es halt sein, dass es ein bisschen länger braucht zu einer Antwort. Genau. Oder sollte dann Corona einigermaßen mal wieder vorbei sein, gerne uns auch in der Dezentrale besuchen. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen, die ich zusammenfasse bezüglich, wie die Leute euch weiterhin begütern können. Und zwar einmal die Frage direkt zum Vortrag, wie kam die Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig zusammen? Und ich füge das mal zusammen mit, wie Firmen allgemein auf euch aufmerksam werden. Ist das Mundpropaganda? Suchen die selber oder wird da irgendwie geworben? Die Stadt Leipzig ist auf uns zugekommen am 36C3 und hat gesagt, wir würden gerne etwas machen, was nachhaltig ist. Und aus dieser Nachhaltigkeitsidee und der Idee, dass wir digitale Gleichberechtigung vorantreiben wollen, ist diese Zusammenarbeit gekommen und daraus ist das Hardware for Future Projekt entstanden. Da hatten wir sehr großes Glück, habe ich auch schon im Vortrag erwähnt, dass wir dieses Referat Digitale Stadt in Leipzig haben, wo wir sehr viele Unterstützung erhalten, sei es jetzt finanziell, aber halt auch durch Kontakte eben halt zu den ersten Firmen. Der Leipziger IT-Dienstleister der Stadt, öffentliche Hand, oh Gott, die können nicht spenden. Doch, es ist so, die können spenden und die sind halt einfach auch von der Stadt zu dieser Zusammenarbeit gekommen und gesagt haben, okay, macht mal was. Und die anderen Firmen, die auf uns aufmerksam werden, versuchen wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise anzusprechen. Sei es dann halt jetzt erstmal durch die Privatpersonen, die wir quasi als Spender gewinnen, die uns ein Gerät vorbeikriegen und wir einfach sagen, ja, was redet doch mal mit eurer IT-Abteilung. Es gibt heutzutage einfach neue Möglichkeiten, sicher Geräte auch zu spenden, ohne sie für Geld verschrotten zu lassen. Es ist halt im Moment noch so, dass wir da sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, um den Leuten zu sagen, es ist möglich, Geräte zu spenden, ohne Datenschutz ganz zu vergessen, sondern Datenschutz ist bei uns genauso groß geschrieben. Wir bieten Anleitungen und Tools, die günstig sind, wo Firmen die nutzen können, beziehungsweise sie sich einfach selber besorgen können, wo nicht mehr der Admin wie früher irgendwie die Geräte dann noch 30 Tage irgendwie mit überschreiben lassen musste und dann lieber gesagt hat, ich gebe das zu einem Entsorger, sondern mittlerweile sind es Sachen, die im Abbau auf der Station schon passieren können. Das sind entweder Befehle, die
bei Microsoft ausgeführt werden, dann halt einfach gesagt werden, wir tun die BitLocker-Verschlüsselung ändern oder halt kleine Linux-Skripte, die einfach sagen, okay, wir tun die Krypto auf der SSD austauschen. Interessant. Also wir, ach ja, genau, da ist die nächste Frage und zwar mal was ganz anderes. Will das Finanzamt von euch auch was deklariert haben, auch wenn alles kostenlos ist? Fragezeichen. Wir versuchen nach bestem Gewissen so sicher wie möglich zu arbeiten. Das heißt, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir kriegen die Geräte gespendet, müssen dafür teilweise Spendenbescheinigungen ausstellen, müssen dafür Restwert quasi ermitteln. Und müssen dann auch noch nachweisen, dass die Leute, die es von uns bekommen haben, auch wirklich bedürftig waren. Da haben wir halt in Leipzig das Glück, dass wir diesen Leipzig-Pass haben. Ansonsten wäre wahrscheinlich der bürokratische Aufwand noch höher, wenn wir jedes Mal irgendwie den Hartz-IV-Bescheid noch testen müssten oder halt nachschauen, ob der valide und noch gültig ist. Aber dieses Glück haben wir zum Glück in Leipzig. Und wir versuchen das so sicher wie möglich für uns zu machen, weil wir natürlich auch die Gemeinnützigkeit unseres Hackspaces nicht dadurch gefährden wollen. Hm. Ja, plus muss man entsprechend auch noch sagen, durch diese Privatspenden, die ja entsprechend an keinerlei großartige Regulierungen gebunden sind, haben wir natürlich auch eine Möglichkeit, auch Leuten, die gerade so zum Beispiel aus dieser Bedürftigkeit herausfallen, weil sie halt zum Beispiel nur wohngeldberechtigt sind und so. Entsprechend haben wir da noch ein bisschen Spielraum und können dann Leuten trotzdem diese Privatgeräte auch entsprechend rausgeben und sie damit genauso wie alle anderen auch integrieren. Ja, spannendes Thema, also gerade wie man das rechtssicher hinbekommt. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen mehr. Ich würde jetzt mal... Moment, dann würde ich nämlich entsprechend gleich erstmal noch einen Dank an Nilo aus dem EBK in Halle sagen. Der hat nämlich mit uns zusammen das Video produziert und ohne ihn hätten wir es höchstwahrscheinlich nicht in der Zeit und in der Qualität geschafft. Also vielen Dank nochmal. Genau, noch ein Abschlussstatement vielleicht, was euch auf dem Herzen liegt, ein Appell an die Streamenden. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir haben jetzt im Anschluss um 18 Uhr eine Self-Organized Session mit einem Big Blue Button. Den Link findet ihr im Pad, ansonsten www.dezentrale.space. Dort könnt ihr gerne auf uns zukommen, wenn ihr jetzt kurzfristig Fragen habt. Unsere Internetseite hardwareforfuture.de, dort findet ihr regelmäßig Informationen. Wenn ihr zuhört, redet mit euren IT-Abteilungen oder wenn ihr selber in der IT-Abteilung seid, denkt darüber nach, was ihr mit eurer alten Hardware anstellen könnt. Könnt ihr Wi-Fi-Infrastruktur an Freifunk spenden? Könnt ihr die alten Computer irgendwie weiterverwenden? Und wenn es ohne Festplatte ist, gibt es halt auch Firmen, die dann sagen, okay, dann spenden wir halt einfach noch einen Betrag dazu, um halt diese Geräte vor dem Verschrotten zu retten. Es ist immer noch so, dass diese digitale Ungerechtigkeit da draußen existiert und auch durch Corona und kurzfristige Leihgeräte in den Schulen nicht besser geworden ist. Wir sind sehr froh, dass wir das machen können. Wir sind da mit Herzblut dabei. Wir haben in den letzten 3 Monaten 270 Rechner gespendet bekommen, fertig gemacht und wieder ausgegeben. Und wenn wir so weitermachen, können wir in Leipzig immer noch nicht mal annähernd einen kleinen Prozentsatz der Leute, die es bedürfen, abdecken. Von daher ist es total wichtig, dass das überall in Deutschland stattfindet und weiter Geräte gespendet werden, überall in jedem Standort. Ja, danke für diese abschließenden Worte und für euren Vortrag und natürlich für eure Arbeit vor allen Dingen. Und ja, Katzenparadoxon Prätorianer, dann bedanke ich mich nochmal und
Leute, wenn ihr weiter mit den beiden reden wollt, joint die Session dann ab 18 Uhr. Der Big Blue Button Link ist im Pad, in dem ihr auch schon die Fragen eingereicht habt. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute weitere Diskussion und weiteres Ermöglichen des digitalen Zugangs. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss.